Das ist das Sounddevice 633. Das wird gespeisen von 1 bis 2 dieser Batterien. Ihr habt 3 davon im Set drin. Alternativ könnt ihr externen Strom verwenden via Hi-Rose. Das ist ein Hi-Rose-Stecker. Ich persönlich arbeite mit externem Strom auf meinen Geräten, weil ich habe da den externen Strom drauf auf den Funkstrecken. Also ich habe etwa 6 Quellen, die ich immer speisen muss mit externem Strom. Und das mache ich alles mit einer Batterie. Wenn ihr 2 volle Batterien da dran habt, sollte das einen Tag reichen. Das kann man von diesem Gerät nicht sagen, vom 702. Was gut. Zwei über lange? Zwei. Du kannst 2 da anhängen. Aber ja? Ja, klar. Also jetzt wird es laufen. Dann stelle ich das mal da an. Und oh Wunder, es kommt, der Schirm ist offen. Und ich gehe zuerst mal auf diese Seite. Hier seht ihr die Input-Sektion. Im Moment, das ist brand new, ich glaube ein Student hat bis jetzt damit gearbeitet, habt ihr einfach diese 3 MIC-Line-Inputs zur Verfügung. Da braucht es noch TA3-Stecker, das ist Mini-XLR, damit man diese 3 Line-Inputs auch verwenden kann. Wenn ihr mal einen Dreh habt, wo ihr viele Funkstecken braucht, plus die Stereoangel, dann geht die Stereoangel auf 2 Inputs, dann vielleicht der eine Funk da noch auf 3. Und dann, man kann die Sennheiser G3 Funkstrecke, kann man nicht, funktioniert nicht ganz, aber man kann, wenn man die 12 dB am Output anhebt, das ist das Maximum, was man anheben kann am Output der Funkstrecke, und dann hier quasi auf Maximalpegel geht, ist man etwa 10 bis 15 dB unter Linepegel. Also es funktioniert. Haben wir auch schon gemacht an der Schule, wenn wir keine Zeit hatten, um mit einem großen Gerät zu arbeiten und einfach viele Funkstrecken gebraucht haben. Wie klingt das für dich? Jetzt kommt ein bisschen auf Arbeit, wie ich mich bewege. Ja, du darfst im Fall, du darfst genau das machen. Schau mal, du bist nicht im Bild, also du darfst da vorne sein. Du darfst, und da merkst du, dass viel mehr Pegel, oder? Ja, also wie wenn du da bist, oder? Wenn du den Kopf nicht bewegst. Ja, genau. Ja. Eine andere Frage, ich habe hier Mono an oder auf einem Ohr. Ja, das ist wahrscheinlich die. Du bist wahrscheinlich AB am Hören. Ja. Ja, es kann auch sein, dass der Kopfhörer ein bisschen Wackel hat. Das haben die ja teilweise. HD25. Gut, hier kann man auch mit Batterien das Gerät betreiben. Also derjenige, der auf Nummer sicher geht, der hat noch ein paar Batterien dabei auf dem Dreh. Weil dann könnt ihr, falls nötig, auch noch auf Batterien umsteigen. Filmton ist Versicherungsdenken. Also sehr viel im Filmton ist Redundanz schaffen, also zum Beispiel halt noch ein zweites Mikrofon dabei haben, falls das eine aussteigt. Nicht nur ein Rekorder, vielleicht noch irgendeinen Zoom H4n dabei haben, wenn der aussteigt, kann ich auf dem Zoom H4 kann ich weiterarbeiten. Also sehr viel ist Redundanz. Das gleiche gilt für Batterie. Wenn ich 2 Batterien dran habe, dann habe ich einfach mehr Sicherheit, dass mir nicht das Gerät irgendwann einfach aussteigt. Also, Input-Sektion. Dann hier die Output-Sektion, da habe ich analoge Ausgänge, kann die aber auch digital verwenden, als AES 1 bis 4. Ich habe dann da noch 2 zusätzliche Ausgänge, das X1 und X2. Ich erkläre euch jetzt da nicht ganz genau, wie ihr das routen könnt, aber grundsätzlich könnt ihr hier drin jeden Kanal sowohl auf die ISO-Spur, also die isolierte Einzelspurrouten, als auch auf Left-Right oder X1, X2. Wieso hat das so viele Ausgänge? Es kann sein, dass ein Regisseur mithört und dass ihr noch ein Playback bedienen müsst oder was auch immer. Es hat einfach verschiedenste Ausgänge darauf, damit ihr auch viele Tonsituationen, wo ihr eben Playback oder
den O-Ton, dass der jemandem zur Verfügung gestellt werden kann, der das mithört, live auf dem Set, habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten. Dann habt ihr hier auch den Timecode-Ausgang, Eingang. Du hast eine Frage? Nein, das sind jetzt die TA3. Ja, das, also Mini-XLR, TA3. Ja, ja, ist dasselbe. Ja. Dann dieser Timecode-Eingang ist ein Ausgang. Ich kann da sowohl Timecode abziehen, eben zum Beispiel auf so ein Clocket, oder ich kann, wenn ich zwei solche Geräte habe, kann ich das eine Gerät jammen, sagt man dem, vom anderen Gerät. Und dann ist das eine der Master, das andere der Slave. Habe ich hier Kopfhörerausgang und ich habe hier den Kartenslot. Ich hatte jetzt da im Moment nur eine SD-Karte drin. Ihr könnt SD und CF verwenden. Ich finde, eigentlich müsste man da auch eine CF noch drin haben. Also werde ich Christian sagen, er soll da noch eine CF reintun. Gut. Nee, ist wirklich nur auf Karten. Ja. Wenn ihr euch selber mal so ein Gerät kauft, ihr müsst Karten kaufen, die Approved Media sind. Findet ihr auf der Sounddevice-Website, also nicht einfach irgendeine Karte kaufen. Ihr müsst wirklich die kaufen, die von Sounddevice empfohlen werden. Gut, jetzt kommen wir da zur Frontseite. Und ich habe euch da so ein schönes 2x A5, eine Anleitung gemacht. Und da würden wir jetzt durchgehen und schauen, dass dieses Gerät so eingerichtet ist, wie das eingerichtet sein sollte. Also, das erste wäre, On-Off haben wir gemacht. Wir schließen hier mal ein Mikro an. Das würde heißen, ich brauche, glaube ich, einfach mal das da. Ah, das ist das Rode. Ich hänge da mal. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber du, ich merke, du hast eine gewisse Agilität. Das braucht es auch. Gut, das ist das Rode Richtrohr, das ich euch als ein bisschen als Hauptmikro empfehlen würde für Dialog. Das finde ich ganz gut. Da hat es auch eine entkoppelte Halterung dazu. Die nehme ich jetzt gerade mal dazu in Betrieb. Entkoppelte Halterung ist das A und O. Ohne entkoppelte Halterung geht gar nichts auf dem Filmset. Gut, jetzt brauche ich noch ein Kabel. Häng das da mal an. Ich gehe da mal auf Kanal 1. Ja, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Ihr habt an diesen Taschen habt ihr immer auf der Seite so seitliche Eingänge. Das heißt, ich kann jetzt das da, sehr gut machst du das, kann ich da so mal einschlafen. Das würde ich da mal dann wegnehmen, dass das da irgendwie auch sitzt. So, das kommt dann an einen anderen Ort. Gut, jetzt hängen wir das da mal noch an. Ta. Und ihr seht, da kommt schon mal Pegel. Hä? Es kommt was an. Und ihr habt auf diesem Gerät habt ihr zwei Potis für Kanäle 1 bis 3. Ihr habt eine Grundeinstellung. Und die Grundeinstellung stellt ihr so ein, dass ihr ungefähr auf 0 arbeiten könnt. Ein anständiger Audiopegel auf so einem Gerät ist ungefähr für Dialog bei minus 9. Das heißt, ich gehe jetzt da mal hoch. Ta. Ja, und wenn ich jetzt da so normal spreche, bin ich irgendwo zwischen 0 und 8. Peaks gehen zum Teil auf vielleicht plus 12 hoch. Und das ist etwa die Einstellung, wie ich jetzt da den Dialog aufzeichne. Was ihr jetzt zum Beispiel merken werdet, ich spreche jetzt da gerade rein. Wenn ich jetzt dieses Mikro so nach oben halte, kannst du mich vielleicht kurz zeigen. Wenn ich es jetzt so hinhalte, dann habe ich eben hier unten massiv weniger Pegel. Ja, das macht etwa 8 dB, sage ich jetzt mal. So habe ich über den Daumen gepeilt. Wenn ich es hier hinhalte,
oder wenn ich es da unten habe. Jetzt könnte die Frage auftauchen, ja, soll ich jetzt, tue ich eigentlich besser von unten angeln als von oben? Und da würde ich sagen, nein, angelt, wenn es irgendwie geht, von oben. Weil das Bild ist normalerweise so eingerichtet, dass ihr oben weniger Headroom habt wie unten vom Mund. Also unten seid ihr nachher eben trotzdem weiter weg, weil ihr einfach weiter weg müsst vom Bild her. Also von oben. Gut, das halte ich jetzt aber einfach mal so hin. Jetzt, das habe ich mal richtig eingerichtet. Das ist der silbrige, da mache ich den Grundpegel und mit dem schwarzen kann ich dann eben auf 0 zurück. Und ihr seht, da passiert jetzt noch gar nichts. Ich habe jetzt nur den Pegel auf dem LR habe ich weggenommen. Seht ihr diesen Unterschied? Seht ihr das? Seht ihr? Sehen es alle? Ja, ich hoffe es. Gut, das heißt, dieses Gerät ist im Moment Pre-Fade eingestellt. Und ich würde euch vorschlagen, dass ihr das Gerät Post-Fade einstellt, damit diese Einstellungen einen Einfluss hat auf das, was da auf Kanal 1 auf dem ISO-Track passiert. Weil ihr könnt ganz sicher sein, die Filmstudis, die dann das Zeug schneiden, die wissen gar nicht, mit welcher Spur dass sie das schneiden sollen. Und dann nehmen sie irgendwie einen falschen Track und ihr kriegt das nachher falsch wieder zurück. Und darum, was ich eigentlich immer mache, ist, ich nehme Left-Right nehme ich aus der Ausnahme, das nehme ich nicht auf. Ich nehm nur die ISO-Tracks auf. Ich kriege es jetzt da nicht weg. Ich muss das nachher kurz schauen, wieso das nicht geht. Da muss ich nachher kurz schauen. Und ich gehe da auf Post-Fade. Yeah. Ein bisschen essen, das ist gut. Das ist gut. Ja. Gut, ihr seht da auf dem Display von den Grundeinstellungen, das ist auf 48 kHz eingestellt. Das ist auf 24 Bit, hoffe ich jetzt mal. Das ist das Erste, das wir mal schauen gehen. Zuerst gehe ich aber diesen Kanal noch kurz anschauen. Da das PFL, wenn ich das rüber drücke, dann komme ich auf die Einstellungen vom Kanal 1. Da geht ein neuer Schirm auf. Das habt ihr da auch auf der Anleitung drauf. Und da seht ihr, wie viel, dass ihr mit dem Fader arbeitet, ist praktisch bei 0. Ihr seht, was es für eine Einstellung ist, nämlich Mic Phantom. Wenn ich da drauf drücke, dann kommen die verschiedenen Optionen. Ich kann hier auch digital einschalten, ich kann Line, ich kann Mic ohne Phantom, ich kann den Kanal ausschalten. Dann hier unten sieht man, okay, das geht da auf den Left-Right-Mix. Das ist grundsätzlich okay. Hier könnte ich jetzt entscheiden, ja, ich will das auf X1 und ich will das auf X2. Will ich das auch routen? Dann werden die da rot. Ich nehme es jetzt da wieder raus. High-Pass-Filter ist ausgeschaltet. Ich gehe mal da auf den High-Pass-Filter. Ups. Wie komme ich da drauf? So, doppelt, ne? Ja, müsste ich wahrscheinlich im Menü dann machen. Hä? Die schalte ich mal aus. Gut, das ist mal gut so eingerichtet. Ich gehe da raus und gehe mal ins Menü rein. Das habe ich da auf der rechten Seite vom Gerät. Da sehe ich als erstes den Power. Und da sehe ich meine Batterieanzeigen. Hä? Also sehe ich jetzt, okay, ich habe eine Batterie, auf der habe ich noch 7,3 Volt. Wenn sie etwa bei 6,6 Volt sind, dann müsste ich sie auswechseln. Die wird aber relativ lange halten, weil es ein fetter Akku ist mit viel Kapazität. External DC Reference, das interessiert uns im Moment nicht, weil wir nicht mit externem Strom arbeiten. Also ich gehe da mal raus, ich gehe da zu den Inputs. Mal schauen, was wir da alles drauf haben, was wir einstellen wollen. Wir wollen zum Beispiel, das habe ich gesagt, Interview Peaks bei ca. minus 9. Mic Phantom, das ist auch gut.
dann will ich die Sampling-Frequenz auf 48 kHz haben. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist da bei Recorder. Ich gehe da mal runter zum Recorder, schaue, ob das da 24-Bit ist. Wir haben Record to CF, WAV Poly. Und da haben wir WAV Mono. Das wechsle ich auf WAV Poly. Und auf ISO Only. Ja? Also, dass ich nur die isolierten Tracks aufzeichne und nicht den Left-Right-Mix. Also WAV Poly, ISO Only. Dann 48 kHz, 24-Bit. Den Pre-Roll, den tue ich aufs Maximum, das ist 6 Sekunden. Also ich kann maximal 6 Sekunden schon immer als Pre-Roll drauf haben auf der Aufnahme. Das heißt, wenn ich jetzt eine Aufnahme mache, dann kriege ich hier schon 6 Sekunden zusätzlich am Anfang. Also die letzten 6 Sekunden sind jetzt schon drauf. Und das lohnt sich, wenn ihr eben zum Beispiel in Bergen irgendeinen seltenen Vogel aufnehmen wollt, was auch immer, da könnt ihr warten. Okay, Vogel, zack, schon gedrückt und habt diesen Vogel auf der Aufnahme drauf. Ist egal. Ja, es ist wie ein kleiner RAM-Speicher, der einfach die ganze Zeit 6 Sekunden speichert. Und dann wieder löscht. Ja, okay. Also einfach immer wieder überschreibt. Ja, ja. Ja, es ist unwesentlich. Also finde ich kein Thema. Also ich finde es viel wichtiger, dass man diese 6 Sekunden hat. Gerade auf dem Doc-Film. Weißt du, wenn der eine beginnt zu sprechen und die Kamera läuft noch nicht ganz, kann man es im Ton schon brauchen mit einem anderen Bild und dann auf die Person schneiden, die im Bild ist. Ja? Gut, ich gehe wieder aufs Menü zurück. Wir schauen uns mal die Inputs nochmal an. Hier seht ihr, ich habe Link-Funktionen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich hier ein Stereo-Mikrofon anhänge, dann kann ich da sagen, ich will das 1-2 linked haben. Was ich euch nicht empfehle, ist, das auf 1-2 MS zu einzurichten. Wieso nicht? Dann wird schon die Matrix eingeschaltet. Das heißt, Mitte Plusseite gibt linken Kanal, Mitte Minusseite gibt rechten Kanal. Das heißt, ihr habt in der Postproduktion nicht mehr die Möglichkeit, das Ganze aufzusplitten und wieder das M separat zu haben. Also das Gerät prozessiert schon. Ja, das genau. Wenn ich hier auf 1-2 MS einstelle, dann wird es schon prozessiert. Dann haben wir einfach eine Stereoaufnahme, die MS bereits umgerechnet ist. Genau. Dann habe ich ja linken rechten Channel und nicht mehr Mitte links und Seite rechts. Ja. Mit der Soundkraft kannst du einstellen, dass er MS, dass er dematriziert für den Kopfhörer, aber MS aufnimmt. Ja, aber das ist eben das, was auf den, das, was auf die Aufnahme geht. Den Kopfhörer zeige ich euch nachher. Gut, dann würde ich sagen, wir machen, du stellst kurz ab, ich gebe dir. Läufst du auch wieder? Mhm. Was ist das Problem am Richtrohr im Vergleich zu einer Niere? Das Richtrohr, das hat ja diesen Seitenabfall auf den Höhen. Und der ist, je höher die Frequenz, desto extremer ist dieser Seitenabfall. Und das heißt, gerade die Frequenzen, die uns am meisten interessieren für die Sprachverständlichkeit, nämlich die S und Sch. Und das ist so zwischen 2 und 5 kHz im Normalfall. Die Frequenzen werden extrem stark gerichtet. Das heißt, wenn du dieses Mikro genau in die Mitte hältst, hast du eigentlich von beiden Personen keine S, oder? Und das heißt, eigentlich ist es besser in diesem Fall mit einer Niere zu arbeiten. Wir haben ein Nierenset da drüben. Sennheiser Nierenset. Weil da hast du mehr S drauf. Das heißt, wenn ihr einen Protagonisten habt, dann ist mit dem Richtrohr sicher die gute Wahl. Wenn ihr mehrere Protagonisten habt und ihr wisst nicht, wann wer spricht, ist das eine schwierige Wahl. Du hast mit dem Mono-Richtrohr gearbeitet. Weil du hast ja auch die Stereo.
denn jetzt das? Da. Das Stereo-Richtro, das ist das hier. Und das fände ich dann wiederum eine gute Wahl. Weil du hältst das in die Mitte und du hast die 8. Das heißt, die Person kommt dir auch auf der 8 noch an. Und dann, was ich, wenn ich mit dem Richter arbeite, also auch wenn ich mit der Superniere arbeite, wenn ich zwei Personen habe, die Dialog haben, dann bin ich ein bisschen weiter weg, sodass ich schon noch das machen kann. Also wenn zum Beispiel auf euch zwei ein Bild wäre, ein bisschen auf dich gehe und ich schaue dann aber auf die andere Person und gehe im richtigen Moment, wenn ich merke, die beginnt zu sprechen, gehe ich rüber. Oder ich gehe in Mittelstellung, wenn beide noch am Sprechen sind. Ja, aber wenn jetzt eine zwei Minuten spricht, dann kannst du schon ein bisschen den machen. Ja, aber es ist ja der gleiche, wenn es nachher im gleichen Dialog beide wieder abwechselnd sind. Dann gehst du wieder in die Mitte. Ja, aber dann hast du ja einmal gerichtet einen höheren Pegel als in der Mitte. Ja, ja, es ist sehr, sehr Übungssache, wann du was machst. Tendenziell ist es wahrscheinlich für dich am einfachsten, wenn du einfach in der Mitte bleibst, mit dem Stereo-Richtro. Ja. Ja. Diese Situation, du brauchst eine Richtung Mikrofon für jeden Schauspieler, ne? Und da was machst du? Du konntest du solltest haben eine für jeden. Ja, es kommt sehr darauf an, also wenn die eine Person näher an der Kamera ist, dann kannst du, also angenommen da habe ich eine Person und dann noch eine da hinten. Dann bin ich näher an dieser Person, die nah im Bild ist, und habe mit dem Mikro so gerichtet, dass das Mikro auch auf die Person zündet, die weiter weg ist. Und das ist eigentlich der Moment, wo eben die Funkstrecke extrem viel Wert hat. Weil du genau in diesem Moment vielleicht sagen kannst, ja okay, in der Postproduktion, ja, ich brauche da ein bisschen mehr vom Funk, damit ich den gut verstehe. Und ihn habe ich, die Person da habe ich noch nah auf diesem Mikro, und gibt einen anderen Klang, der aber die akustische Perspektive matcht mit dem Bild. Weil im Bild habe ich auch die eine Person habe ich nah, das heißt, die will ich auch näher im Ton haben. Und die andere Person ist weiter weg, die darf weiter weg sein im Ton. Ja? Gut. Also, Mono-Richtro, Stereo-Richtro. Dann wollen wir da mal noch ein bisschen weitergehen. Du kannst da wieder runterkommen, genau. Also dieses Linked habe ich euch gezeigt. Dann Input to ISO Routing. Das ist jetzt die Einstellung, wo ich eben da nicht auf Pre-Fade gehe, sondern auf Post-Fade. Das heißt, ich mache da alle Kanäle, mal schauen, dass du das auch ein bisschen siehst. Geh da runter, drücke rein, geh auf Post Fade. So, und das ist das, das sollte hier irgendwo ein Menüpunkt sein mit diesem Post Fade. Wo haben wir es? Da, Post Fader, Inputs, Input to ISO Routing. Und das heißt jetzt, wenn ich jetzt wieder aus dem Menü rausgehe und ich schaue mir meinen Pegel an, dann sollte jetzt dieser Pegelunterschied nicht nur auf LR, sondern auch auf Kanal 1. Also jetzt habe ich nichts mehr. Das ist weg. Und ihr seht auch, hier ist jetzt grau geworden bei LR. Alle Spuren, die grau sind, werden nicht aufgezeichnet. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt eine Aufnahme starte, kann ich ja mal machen. Dann kommt diese Aufnahme erscheint nur auf dem ISO-Track. Wir können nachher diese Files kurz im Wave Agent anschauen. Dann werden wir das sehen. Okay, aha, hier habe ich noch eine LR-Spur und hier habe ich nur den ISO-Track. Gut, jetzt bin ich gleich durch. Ich gehe nochmals ins Menü rein. Was ihr auch merken werdet, dieses Gerät ist im Vergleich zum Sound Device 702, zum alten, ist das sehr viel einfacher in der Bedienung. Zum
Weil ihr könnt viel mehr über diesen Toggle da, PFL, könnt ihr da die Einstellungen für den einzelnen Kanal machen. Und dann im Menü drin habt ihr nur 9 Menüpunkte, wo ihr reinkommt, und dann noch eine Stufe weiter. Und hier drin habt ihr etwa 80 Menüpunkte. Ja. Was man aber hier drin machen kann, man kann sogenannte Brotkrumen setzen. Breadcrumbs, steht so im Manual drin. Das heißt, ich kann mir wie so Favoriten im Menü drin machen. Wenn ich ganz lange auf der Play-Taste gedrückt halte, dann gibt es einen kleinen Punkt, eben so eine Brotkrumme. Das Routing oder solche Sachen. Zum Beispiel das. Ja. Ja. Aber wobei das, was ich vorhin gemacht habe mit den Shortcuts, ist was anderes. Hm? Hier habe ich euch auch noch eine Shortcut-Liste. So eine tolle. Läuft der eigentlich jetzt noch? Weil es ist eigentlich noch cool, weil dann können wir das gerade versuchen zu synchronisieren mit allem gemeinsam, mit diesen zwei Rekordern und dieser Kamera. Wenn jetzt immer noch mit dem Handy filmt, dann können wir versuchen, das mit zwei Kameras und zwei Audiorekordern zu synchen. Das wäre schon ziemlich sophisticated. Zum Beispiel. Nee, was ich euch jetzt erzähle, ist ja eher so die Vorspeise. Die Hauptspeise ist dann, wir gehen raus und üben. Ja, ja. Aber da kann ich halt schon einige Sachen einfließen lassen, die mir wichtig erscheinen. Eben hier zum Beispiel Front Panel Shortcuts. Das ist, was ich zum Beispiel ganz häufig brauche. Ich stelle mal ab, wenn ich Menü und den Kopfhörer gleichzeitig drücke, komme ich auf die Take-List. Und ihr seht da, okay, was habe ich da aufgenommen? Ich habe aufgenommen Take 154. SD, WAV, CF ist nicht drauf. Dann habe ich hier den Timecode, der ist nicht richtig eingestellt. Ich habe den Compact Flash. Das ist die zweite Karte, die man hier... drin sind. Ich habe hier 22.02.16, das ist ein Tag daneben. Irgendwas mit der Zeit stimmt noch nicht ganz, müssen wir noch einstellen. Und was jetzt hier super cool ist, ich kann das editieren. Das heißt, ich kann jetzt da auf Edit, und dann komme ich zuerst auf die Notes, da drücke ich rein, und ich kann jetzt sagen Create Note. Und ich kann da zum Beispiel sagen, Text oder so. Ja, es ist ein bisschen mühsam, aber ich habe schon viel mühsamere Dinge erlebt. Ich finde das eigentlich ziemlich okay. Jetzt steht hier Text, oder? Und wenn ich jetzt wieder auf die Take-List gehe, auf den nächsten Take, könnte ich jetzt auch hier schon Notes machen. Und ich kann sogenannte Phrases kann ich generieren. Also ich kann zum Beispiel die Phrase generieren, Use Phrase, Create New und zum Beispiel Atmo. Hm? Ihr macht mir, schreibt euch das hinter die Ohren, von jedem Set, in dem ihr am Arbeiten wart, macht ihr mir eine Atmo. Hm? Das heißt, bevor ihr diese Atmo aufnehmt vom Set, Atmo bedeutet eine atmosphärische Aufnahme vom Set. Das ist zum Beispiel hier drin, der leere Raum mit Lüftern. Hm? Brauche ich unter Umständen, vielleicht brauche ich es nicht. Was ich ganz häufig mache, ist auf Doc-Filmen, wenn wir außen drehen, mache ich viele Atmos. Weil ihr müsst euch vorstellen, wie das geschnitten wird. Da hat es dann Schnittbilder drin, wo der Kameramann noch kurz reinspricht und. Und da will ich nachher eine kontinuierliche Atmo drüber. Und klar kann ich eine 20 Sekunden Atmo 10-mal duplizieren. Aber es ist nicht so cool, oder? Ich habe lieber wirklich 2-3 Minuten dann schöne Atmo ohne Flugzeug. Wenn ein Flugzeug kommt, mache ich halt nochmal 2 Minuten dazu. Gut, also Create Phrase und dann kann ich eben sagen, wenn ich jetzt da die Atmo mache, dann gehe ich da rein mit Edit, gehe auf die Notes und sage Use Phrase Atmo. Okay, die nächste ist als Atmo betitelt. Das heißt, wenn ich jetzt, ich kann hier im Menü sein, ich kann einfach auf Rack gehen und es beginnt zu recorden. Also ich kann, und ich habe diesen Pre-Roll. Das heißt, ich bin eigentlich immer genug schnell, dass ich auch etwas noch im Menü machen kann und einfach auf Rack und es bricht alles andere ab und beginnt aufzunehmen. Und dieser Take, wenn ich den jetzt stoppe, der sollte, wenn ich jetzt auf die Take-List gehe
sollte hier Atmos stehen. Ja? Der nächste, mal schauen. Ah ne, der nächste hat auch Atmos drin. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht mehr will, muss ich da rein und den löschen. Ja? So. Kann wieder aufnehmen beginnen. So, mein nächster Take ist am Laufen. Was will ich euch gerne noch zeigen? Die ganze Low-Cut-Geschichte und die Limiter. Genau. Pre-Roll habe ich gezeigt. Gut, wir gehen auch mal Richtung Limiter. Das kann ich wahrscheinlich nicht, wenn ich am Aufnehmen bin. Das heißt, ich gehe jetzt da raus. Ich gehe wieder ins Menü rein. Ich gehe auf die Limiter. Das heißt, Limiter Enable. Ja, und ich mache meistens mit Soft nie. Fixed Post Fade Threshold 5 dBU, gut, das interessiert uns nicht. Linking, Left Right Linking, kann man on lassen. Der Threshold bei 16 dBU habe ich hier reingeschrieben. Ist eigentlich jetzt so defaultmäßig eingestellt. Dann gehe ich da wieder raus. Ich gehe auf den Recorder. WAV Poly ISOs Only, das ist alles gut. Ich gehe auf Timecode. Timecode ist hier auf Rec Run. Das heißt, der beginnt immer dann zu laufen, wenn ich hier auf Rec gehe. Das ist so ein alter Timecode, den man in bandbasierten Formaten gebraucht hat, weil auf Bändern durfte man keine Timecode-Sprünge haben. Weil das wurde dann ganz mühsam zum Anlegen. Heute ist das eine veraltete Synchronisationsart. Ich gehe immer auf 24 Stunden Run. Bei Drehs, wo es schnell gehen muss, wo ich keinen Timecode habe, wo ich einfach eine rudimentäre Synchronisation haben will, gehe ich auf 24 Stunden Timecode und mache das gleiche an der Kamera. Und bei Drehbeginn tue ich die Kamera und Ton einigermaßen synchronisieren. Das ist dann innerhalb von einer Sekunde ist das genau. Das heißt, das lässt sich schon relativ genau anlegen und muss dann einfach noch ein bisschen geschoben werden. Das wäre dann so eine dritte Variante, wenn ihr keinen richtigen Sempty Timecode habt, wenn ihr Pluralize nicht benutzen könnt, aber trotzdem irgendeine Form von Synchronisation schon haben wollt. Was wäre die vierte Variante? Ja, gut, fünfte Variante. Klappe schlagen. Yes. Ja, Klappe schlagen ist so die Oldschool für Spielfilmdrehs immer noch verwendete Art von Synchronisation. Ja? Das wird immer noch verwendet. Man hat das immer als Safety noch auf dem Set dabei, dass man, wenn der Timecode mal nicht funktioniert, das hat. Das ist wieder hier dieses Redundanzdenken. Also doppelt gemoppelt ist immer eine gute Sache, weil auf dem Filmset geht häufig was schief, kann ich euch sagen. Gut, also Limiter haben wir eingestellt, Pre-Roll. Dann Framerate geht da auf 25, da 30 Non-Drop, das ist so AMI-Format. Dann hat es hier ein Jam-Menü. Das öffnet ihr, wenn ihr dieses Gerät mit einem zweiten Sounddevice synchronisieren wollt. Dann seht ihr hier oben Incoming Timecode, Receive Timecode. Und dann kann ich das sagen JamTC und dann wird der Timecode vom Gerät, das da anhängt, wird auf dieses Gerät geschrieben. Gut, da gehe ich wieder raus. Ja, also jetzt ich spreche jetzt von der Variante, wenn ich zwei von diesen Sounddevices habe. Wenn ich nur ein Sounddevice habe und ich synchronisiere mit einer Kamera, dann ist der Sounddevice immer der Master und die Kamera ist der Slave. Und ich bin der Timecode-Geber und er ist der Timecode-Nehmer. Aber dann brauche ich dieses Jam-Menü nicht. Gut, gehe ich da wieder raus. Geht auf File Storage. Das ist noch eine wichtige Angelegenheit, weil hier sehe ich die Take List und ich sehe vor allem die Folder Options.
Folder Options, da ist jetzt hier alles auf None. Ich würde auf dem Mid-Level, würde ich auf Daily gehen. Hm? Weil das heißt, jeder Drehtag kommt in einen neuen Tagesfolder. Hä? Was war das? Dein Gerät? Ah, okay. Gut. Ich dachte, irgendein stranger Ton. Genau. Mid-Level Daily. Das heißt, jeder Tag kriegt einen Tagesfolder. Das bedeutet auch, dass eure CF-Karte nicht langsam wird. Ich habe häufig auf diesen Geräten erlebt, wenn das nicht mit diesen Daily-Folders gelöst war, dann hat es irgendwann 500 Takes drauf und die Karte wird extrem langsam, bis alles aufbereitet ist, um dir die Takes anzuzeigen im Menü. Also Mid-Level Daily. Das bedeutet auch, wenn ich es am Morgen anstelle, dann fragt mich Sounddevice, willst du einen neuen Tagesfolder machen? Und dann sage ich, ja, will ich gerne. Gut, also Daily, ich gehe da wieder raus. Was haben wir noch? Sound Report Info. Hier könnt ihr 1000 Sachen eingeben, eure E-Mail, eure Adresse, was für ein Projektname, wer es produziert, wer der Regisseur ist und so weiter. Zeige ich jetzt nicht. Dann File Max Size geht da auf 4 GB. Das geht relativ schnell. Scene Increment Mode. Disable, das ist gut. Take Reset Mode. Either Scene or Daily. Was ich mache, wenn ich meine Files anschreibe, dann ich stelle das am Morgen an, es macht einen neuen Tagesfolder und dann gehe ich in die Take List und sage, mein Take heißt, ich editiere das mal, und zwar ist das hier bei Take, nicht 157, das ist der Take, die Scene. Bei Scene mache ich Add New Entry und ich mache da immer zuerst das Jahr, also 16, dann der Monat 02 und dann den Tag 23. Okay, das heißt jetzt mein nächster Take wird 16.02.23 Take 01 sein. Ich mache das mal und ihr seht oben, der Take ist angeschrieben, 16.02.23 Take 01 und kommt in meinen Tagesfolder 16.02.23. Hm? So habt ihr eine gewisse Ordnung. Und alles andere, eben Atmo und den ganzen... Das ganze Zeugs könnt ihr in die Metadaten vom Broadcast Wave File reinschreiben. Ich glaube, wir sind durch. Wir machen Pause. File Storage, da habe ich Default Playback Card. Da müsste man auf SD gehen. Und im System, da will ich gerne noch. Also, was ich zum Beispiel nicht gerne habe, den Pegelton. Bei 1000 Hertz, ich mache da immer 400 Hertz, weil ich finde 1000 Hertz ist so aggressiv. Mache euch da mal 400 Hertz rein. Dann Warning Bell Level, dass der auch einem über den Kopfhörer eine Info gibt, wenn es zu laut wird auf dem Kopfhörer. Record Stop Bell On, finde ich auch gut, also macht dann Bip Bip, wenn er beginnt zu laufen, macht Bip Bip, wenn er aufhört zu laufen. Mit Ballistics Peak und VU, das ist gut. Und ich stelle noch die Zeit ein und entlasse euch in die Pause. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Bis nachher.